Kapitel 4, Punkt 1. Glücksbringer. Zur Zeit des Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war es unter den Arabern weit verbreitet, Armbänder, Armreife, mit Perlen beschmückte Halsbänder, Muscheln etc. als Glücksbringer zu tragen, um das Böse abzuwenden und um Glück herbeizuführen. Talismane und Amulette findet man in allen Regionen der Erde in verschiedenen Formen. Wie schon in den vorherigen Kapiteln erwähnt, widerspricht der Glaube an Glücksbringer, Talismane und Amulette dem wahren Glauben an Allahs Herrschaft, da man erschaffenen Dingen die Kraft beimisst, Böses zu verhindern und ein gutes Schicksal herbeizuführen. Der Islam wandte sich gegen diese Dinge in allen in Arabien zur Zeit des letzten Propheten auftretenden Erscheinungsformen und schuf damit die Grundlage, um ähnliche Glaubensvorstellungen und Praktiken, wo und wann auch immer sie in der Zukunft auftreten sollten, zu verurteilen und zu verbieten. Denn diese Glaubensvorstellungen sind in den meisten heidnischen Gesellschaften die ideologische Grundlage für den Götzendienst und die Glücksbringer selbst sind nichts anderes als ein Zweig des Polytheismus. Dieses Verhältnis zwischen Glücksbringer und Götzendienst kann man leicht anhand des katholischen Christentums erkennen, in dem Jesus, der Gesandte Allahs, vergöttert und seine Mutter Maria sowie bestimmte Heilige angebetet werden, während Bilder, Statuen und Medaillons mit ihren erfundenen Abbildern aufbewahrt und getragen werden, um Glück herbeizuführen. Als die Menschen zur Zeit des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, den Islam annahmen, glaubten viele von ihnen an Glücksbringer, die im Arabischen allgemein unter dem Namen Tamaim, Singular Tamima, bekannt sind. Daher findet man viele Aufzeichnungen über Aussagen des Propheten, in denen er solche Praktiken strikt verbietet. Folgend nur einige Beispiele. Imran ibn Hussein überlieferte, dass einmal, als der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, einen Armreif aus Messing am Oberarm eines Mannes sah, er ihn wie folgt ansprach: Wehe dir, was ist das? Der Mann antwortete, dass dieser dazu diene, ihn vor einer Krankheit namens Al-Wahina zu beschützen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Mach ihn ab, denn wahrlich, er würde nur deine Schwäche wachsen lassen. Und wenn du mit ihm gestorben wärst, hättest du niemals Erfolg gehabt. Daher ist es sowohl kranken als auch gesunden Menschen strikt verboten, Armbänder, Armreifen und Armringe aus Kupfer, Messing oder Eisen im Glauben, diese könnten Krankheiten verhindern oder heilen, zu tragen. Dies fällt ebenfalls unter das Verbot, Krankheiten mit Haram-Mitteln, also unerlaubten Mitteln, zu behandeln, zu dem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, gesagt hat: Behandelt eure Krankheiten, aber behandelt eine Krankheit nicht mit verbotenen Mitteln. Es gibt auch einen Bericht von Abu Waqid al-Laythi, dass sie an einem Baum namens Datu Anwad vorbeikamen, als der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, nach Hunain aufbrach. Die Götzenanbeter pflegten ihre Waffen an die Äste dieses Baumes zu hängen, um so Glück zu erlangen. Einige der Sahaba, der Gefährten des Propheten, die neu im Islam waren, befragten den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, darüber, einen ähnlichen Baum für sich selbst zu erwählen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete: Subhanallah, Allah sei gepriesen. Dies ist genau dasselbe, was die Leute des Moses zu ihm sagten: Mache uns einen Gott, so wie ihre Götter. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr alle werdet den Weg derer gehen, die vor euch waren. In diesem Hadith lehnt der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, nicht nur die Vorstellung von Glücksbringern ab. Er prophezeite auch, dass die Muslime die Praktiken der Christen und der Juden imitieren werden. Die Dhikr-Gebetsketten, deren Verwendung unter den Muslimen weit verbreitet ist, sind eine Imitation des Rosenkranzes der Katholiken.
Maulid, Geburtstagsfeiern des Propheten, ähnelt Weihnachten, und der Glaube vieler Muslime an Heilige und deren vermittelnde Rolle unterscheidet sich im Prinzip nicht von dem, was wir im Christentum vorfinden. Die Prophezeiung ist bereits eingetroffen. Darüber hinaus betonte der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, die ernsten Folgen des Tragens von Amuletten, indem er den Fluch Allahs auf jene beschwor, die so etwas tun. Uqba ibn Amir berichtet, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, einst sagte, möge Allah denen Misserfolg und Unruhe bescheren, die einen Talisman tragen oder sie an andere hängen. Die Gefährten des Propheten befolgten streng die Anweisungen des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, über Glücksbringer und Amulette. Daher gibt es viele Aufzeichnungen über Vorfälle, bei denen sie sich offen gegen solche Praktiken wandten, wann immer sie auftauchten, sei es in der Gesellschaft oder auch bei ihren Familien. Urwa überliefert, dass als der Sahabi Hudhayfa einen kranken Mann besuchte und ein Armband am Oberarm des Mannes sah, er dieses herunterriss und zerbrach. Hudhayfa rezitierte dann den Vers, und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm Götter zur Seite zu stellen. Sura Yusuf, Vers 106. Bei einem anderen Ereignis berührte er den Oberarm eines kranken Mannes und entdeckte ein Armband. Als er den Mann fragte, was dies sei, erwiderte der Mann, es beinhaltet einen Zauberspruch, welcher eigens für mich gemacht wurde. Hudhayfa riss es von dessen Arm herunter und sagte, wenn du damit gestorben wärest, hätte ich niemals das Bestattungsgebet für dich vollzogen. Abdullah ibn Mas'uds Frau Zainab berichtete, dass ibn Mas'ud sie einst nach dem Band fragte, das sie um ihren Hals trug. Sie antwortete, es ist ein Band, in dem ein Zauberspruch enthalten ist, der mir helfen soll. Er riss es an sich, zerstörte es und sagte, wahrlich, die Familie Abdullahs benötigt keinen Schirk. Ich habe vom Gesandten Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, gehört, dass er sagte, wahrlich, Zauberformeln, Talismane und Glücksbringer sind Schirk. Zainab antwortete, warum sagst du so etwas? Mein Auge zuckte fortwährend, daher ging ich zum So-und-so, einem Juden, der darauf eine Zauberformel anbrachte, und es hörte auf zu zucken. Ibn Mas'ud sagte, wahrlich, es war nur ein Teufel, der dein Auge mit seiner Hand stach, und als du es verzaubert hast, ging er fort. Es hätte dir gereicht, wenn du das gesagt hättest, was der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, gewöhnlich sagte. Entferne die Qual, o Herr der Menschen, und heile sie vollständig, denn du bist der wahre Heiler. Es gibt keine Heilung, außer deiner Heilung. Eine Heilung, der keine Krankheit folgt.